die Liebe zu den Kühen und zur Landwirtschaft kommt definitiv von unseren Eltern. Also bei uns allen dreien ist das ja auch so, dass wir auch schon viel im Stall waren und als Kind auf vielen Wettbewerben schon mitgemacht haben, Kälbchen vorführen. Und ja, daher kommt das, glaube ich. Ich glaube einfach, weil die Kuh einfach auch so als Individuum behandelt wurde und nicht als Nummer, dass bei uns so ist einfach. Meine Schwester, mein Vater und ich sind alle Eigenbestandsbesamer und somit haben wir selbst in der Hand, welche Bullen wir einsetzen können und können jede Kuh gezielt anpaaren und das ist uns sehr wichtig. Wir melken hier 11.000 Liter pro Kuh im Schnitt, melken dreimal am Tag und haben dabei 3,8% Fett und 3,4% Eiweiß. Meine Schwester Katrin stellt Käse her aus der hofeigenen Milch und meine Schwester Dorothee ist hauptsächlich fürs Melken zuständig und für das Herdenmanagement der Kühe. Letztes Jahr hat meine Schwester sich selbstständig gemacht mit einer hofeigenen Käserei. Unser Ziel ist dabei, die Wertschöpfung zu steigern, dass wir aus unserer eigenen Milch einfach ein regionales Produkt schaffen können, weil Regionalität immer wichtiger wird bei uns in der Region. Natürlich spielt auch das Melksystem dabei eine große Rolle, hochwertige Milch für die Molkerei zu liefern und das Beste rauszuholen. Als ich in Irland war, hat mich begeistert, dass die Kühe alle freiwillig zum Melken gekommen sind, dass Melken sehr schnell ging, kein Zischen bei den Kühen, gute Einsicht auf die Kühe, ein sehr simples, einfaches Melken. Wir haben 20er Zwingen-Ober gebaut mit dem Bühl-Einweissystem, da wir Lockfutter füttern. Bevor wir in diesem Melkstand waren, hatten wir viele Kühe, wo die Melkgeschirre abgefallen sind. Und seitdem ist das nicht mehr so. Haben uns für das Bühl-Einweissystem entschieden, damit die Kühe sich einsortieren und nicht gleich am Anfang des Melkstandes stehen bleiben und man auch so viele Kühe im Melkstand hat, wie man haben will. Die weisen sich, wenn sie es kennen, sehr schnell ins Bügeleinweissystem auf. Das fällt überhaupt nicht auf. Und beim Gruppenwechsel fährt das System nach oben und zwei Kühe können nebeneinander nach draußen gehen. Also die Zeit, die auf die anderen Seite die Kühe gemolken werden, reicht voll aus für den Seitenwechsel. Man die Zeit ja hat, um die eine Seite zu melken, um die andere neu reinzuholen oder sauber zu machen. Und dann kann man die nächste Seite melken. Dann haben wir nachträglich eine Milchmengenmessung und Kuherkennung eingebaut, weil wir Kühe gerne separieren wollten. Das ist sehr wichtig, wir wollten auf keinen Fall darauf verzichten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Kühe zum Klauen schneiden haben oder zum Behandeln oder wenn wir Trockenstellen oder Trächtigkeitsuntersuchung machen oder so, dann werden immer in dieser Separation die Kühe aussortiert. Wir haben einen Lehrbetrieb mit vielen Auszubildenden und melken nachts mit fremden Leuten. Und um die Milchmenge zu kontrollieren, ob Kühe krank sind oder Probleme bestehen, haben wir dann die Milchmengenmessung eingebaut. Im Großen und Ganzen wollen wir eine hohe Lebensleistung erzielen. Das heißt, dass die Tiere mit am liebsten, also mein Ziel wäre, mit 50.000 Litern abgehen. Wir liegen im Moment bei 46.000 Litern, damit sind wir auch zufrieden, aber das würde ich gerne noch ausweitern. Das heißt, eine gute Nutzungsdauer erreichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich melke wirklich am liebsten so. Doch, das macht mir schon am meisten Spaß und wenn ich das außer Hand geben würde, dann würde mir auch was fehlen. Ich habe gerne so die Kontrolle über jedes Tier und das bietet sich beim Melken einfach an. Da sieht man einfach jede.